Hallo meine lieben Zuschauer, ich habe für euch was vorbereitet, ein interessantes Thema. Es geht heute um die Wasserpumpe und da habe ich noch ein paar andere Bauteile für euch zusammengesucht und möchte euch erklären, wie das Ganze funktioniert, was es für Folgen hat und so weiter und so fort. Es wird auf jeden Fall sehr interessant. Legen wir gleich los. Und zwar habe ich hier eine Wasserpumpe. Ich werde euch gleich mal ein bisschen was dazu erzählen. Und zwar die Funktion der Wasserpumpe ist die, dass wir im Fahrzeug eine Kühlflüssigkeit haben, die den Motor schützt und ein paar andere Bauteile. Die wird dann über einen Riemen angetrieben. Hier seht ihr, da dreht sich das über so eine Rolle und wälzt die Kühlflüssigkeit um. Es gibt zwei Positionen der Umwälzpumpe oder Wasserpumpe, wie ihr das nennen wollt. Einmal sitzt sie direkt am Block. Oder sie sitzt außerhalb und wird über den Riemen angetrieben. Ihr seht, die Pumpe wird einmal entweder mit einer, sag ich mal, Dichtmasse eingebaut. Ich hole mal meinen Schraubenzieher. Einmal hier über so, ich zeig's euch mal ein bisschen näher, Dichtmasse. Ja. Oder mit einer Dichtung wird die eingebaut. Was passiert denn, wenn so ein kleines Bauteil ausfällt? Also ich sag mal, der Wert einer Wasserpumpe liegt ungefähr bei zwischen, sage ich mal, 50 und 200 € in dem Bereich. Und die Kosten oder der Folgeschaden wäre, je nachdem, was euer Motor kostet, 2, 3, 4, 5.000 €, 10.000 €, 50.000 €. Wenn eine Wasserpumpe ausfällt, führt das zu einem Motorschaden. Was passiert da genau? Das Kühlmittel wird nicht umgewälzt. Der Motor erhitzt sich, überhitzt, wenn man das nicht merkt, wenn man seine Anzeige nicht im Blick hat oder je nachdem, wird der Motor zu heiß, fängt an zu kochen, Luft kühlt ja nicht und wir haben einen überhitzten Motor, in dem die Kopfdichtung kaputt geht. Im glücklichsten Fall, im schlimmsten Fall wird das Öl zu heiß, fängt an kochen und wir haben einen Lagerschaden und das wäre dann ein kapitaler Motorschaden, der nicht mehr wieder gut machbar wäre. Was es für Schäden gibt an der Wasserpumpe. Es gibt einmal den Lagerschaden, also zwischen, sage ich mal, dem Wasser und dem Antriebsrad gibt es einen Lagerschaden. Das heißt, das wackelt, die Kühlflüssigkeit kann austreten und ja, das Rad fällt vielleicht ab oder es macht Geräusche oder der Riemen rutscht runter. Es gibt die Möglichkeit, wenn der Riemen runterrutscht, dass er euch in den Zahnriemen, falls ihr einen habt, reingezogen wird oder es fällt der Generator aus und so weiter und so fort. Aber zum Schaden an sich. Es gibt auch die Möglichkeit, dass die Dichtung undicht wird und dann läuft quasi euch zwischen den beiden getrennten Räumen dann die Flüssigkeit aus. Jetzt zeige ich euch noch was anderes, was passieren könnte, wenn denn so ein Lagerschaden oder Kühlflüssigkeit. Und zwar haben wir hier noch einen zweiten Punkt. Es gibt die Möglichkeit, wenn jetzt dieses Rad oder diese Welle einen Lagerschaden hat und anfängt zu wackeln. Im Gegensatz zu der anderen Pumpe, die wir hier sehen, sehen wir einen gravierenden Unterschied. Die Pumpe wird über einen Flachriemen angetrieben und die Pumpe wird über den Zahnriemen angetrieben. Das heißt, wenn diese Pumpe kaputt geht, einen Lagerschaden hätte oder undicht wird und Flüssigkeit auf den Riemen läuft, dann habt ihr einen Motorschaden. Der Grund ist der, wenn der Riemen überspringt, der Steuerriemen, er wird nicht umsonst Steuerriemen oder Zahnriemen genannt, dann schlagen quasi die Ventile, also es gibt ja Ventile, die öffnen und die werden dann mechanisch über den Kolben zurückgedrückt oder zugedrückt und dadurch habt ihr dann einen Zylinderkopfschaden und man sagt dazu Motorschaden, die muss man dann instand setzen. Wird dann auf jeden Fall teurer wie eine Wasserpumpe wechseln. Oft ist bei der Wasserpumpe die Arbeit eine Verbundarbeit. Das heißt, wenn ihr den Riemen wechselt, also der Riemen läuft, also der Zahnriemen läuft, in dem Gehäuse drin, da sind ein paar Rollen drin, und es ist wegen einer Wasserpumpe jetzt nicht viel kaputt und das ist meistens eine Verbundarbeit, lasst es immer wechseln. Ihr seht ja ein Ablaufloch und dieses Ablaufloch bedeutet, wenn die Pumpe undicht werden sollte am Simmerring, damit die wenigstens hier abläuft, also zur Sicherheit und nicht komplett hier über den Zahnriemen. Ja, manchmal funktioniert es, manchmal nicht.
Kommen wir noch zu einem Schaden, der manchmal passiert, der nicht so gleich ersichtlich ist. Wir sehen, dass auf dieser Metallwelle ein Kunststoffrad ist. Hier ist es fest, also wenn ich das festhebe. Aber es gibt den einen oder anderen Fall, da löst sich der Kleber über die Jahre oder über die Flüssigkeit, die da gelangt, und dann dreht dieses Rad hohl. Dann kann das natürlich auch passieren, dass wir dann an der Welle drehen, aber das Rad bewegt sich so gut wie gar nicht. Dann findet da keine Zirkulation statt und der Motor wird heiß. Meistens gehen die Leute davon aus, das Thermostat sei kaputt, dabei ist es die Wasserpumpe. Ja, das ist eine Fehldiagnose. Dann unser nächster Kandidat ist eine elektrisch geregelte Wasserpumpe. Wie ihr seht, wird diese Wasserpumpe nicht unbedingt über den Zahnriemen angetrieben, wobei man kann auch über die Rückseite vom Riemen eine Wasserpumpe antreiben. Also es soll nicht unbedingt gleich heißen, dass dann Zahnriemen drauf ist. Aber im Regelfall wird sie über die Rückseite vom normalen Riemen, nicht über den Zahnriemen angetrieben. Ich weiß das, weil diese Pumpe sitzt in einem 1,4 Liter Benziner drin, der hat eine Steuerkette und das läuft über den Aggregatriemen, über die Rückseite mit der Wasserpumpe. So, ich zeige euch mal was Interessantes. Und zwar, ihr seht, hier ist ein Ventil, also dieses Ventil mit einem Stück Kabel. Und wenn die Wasserpumpe sich dreht, fällt erstmal nichts Besonderes auf. So, die Pumpe dreht sich. So, und jetzt kommt die Besonderheit. Diese Pumpe hat einen elektrischen Anschluss, damit hier etwas verstellt wird, und zwar die Blende. Seht ihr das? Die Blende verschließt, also wenn die Pumpe hier ansaugt, hier den Auswurf von dem Wasser, die wird zugehalten, elektrisch, dann dreht zwar die Pumpe, ja, jetzt ist schwierig etwas zu simulieren, die dreht zwar, aber sie fördert nichts, die hat kein Fördervolumen. Warum man das macht? Nun verhindert man durch diese Blende das Fördern oder das Zirkulieren des Wassers und sorgt dafür, dass der Motor schneller auf die Betriebstemperatur kommt und seine Abgaswerte erreicht. Jetzt haben die Pumpen, also die gibt es ja nicht nur bei VW, sondern auch beim anderen Konzern oder anderen Konzernen. Und der, ja, die Missgunst oder dieses blöde Patent ist das, dass diese Blenden klemmen. So, und das haben wir schon ein paar Mal gehabt. Ihr seht das, wenn ich die Blende jetzt bewege, dann kann es sein, rastet die manchmal in einer Position ein und bleibt da stehen. Und das gab schon öfters, dass diese Blenden sich verklemmen, mechanisch vorne, obwohl das Ventil nicht angesteuert wird. Und was habt ihr dann für ein Problem? Der Motor überhitzt, der Kunde kommt und sagt, die Kühlflüssigkeitstemperatur steigt und meistens merken sie das rechtzeitig und entgehen einem Motorschaden. Das gibt es aber auch pneumatisch. Mercedes hat da auch einen Anschluss und zwar hinten dran, der funktioniert mit Unterdruck. Und es ist genau oder das gleiche oder ähnliche Prinzip mit der Blende, dass mit Unterdruck dann die Blende vorgeschoben wird. Jetzt ist es sehr interessant gewesen. Wir haben einen Fall gehabt, da hat ein Auto keine Leistung gehabt, weil dieser Mechanismus undicht war unten in der Wasserpumpe und durch die Undichtigkeit wir die Ansteuerung vom Turbolader nicht hatten. Also da gibt es eine Unterdruckversorgung pneumatisch. Und durch das, dass die Unterdruckversorgung gefehlt hat, hat der Turbolader oder das Fahrzeug keine Leistung gehabt. Das hat die Lampe aufgeleuchtet. Man konnte wirklich nur umherschleichen und der Defekt war eine Verstellscheibe, die Undichtigkeit hatte an der Membran hinten am Gehäuse. Also sehr interessant. Dann habe ich euch noch was ganz Großes. Also das ist so ein kombiniertes Bauteil. Ihr seht auch, hier ist sind unterschiedliche Wasserkanäle. Hier wird es über einen kleinen Zahnriemen angetrieben. Hier sieht man das. Da ist eine Pumpe in so einem Gehäuse drin. Man sieht da nicht wirklich viel. Es gibt hier noch ein Gehäuse und da müsste mal ein Thermostat drin sitzen. Ich mache euch das mal gleich auf. So, und ich nehme das mal so raus. Und da seht ihr, da steckt da innen drin. Da sitzt das Thermostat. Das ist ein Bimetallelement, das sich ausdehnt und einen Kanal freigibt. Also man kann da jetzt relativ schlecht rein. Ja, sieht man, man sieht's, ja.
Genau. Und das ist so ein Kombi, Bauteil, das man so oder so komplett wechselt. Und ich sag's euch, das ist ein richtig schöner Spaß, das Ding zu wechseln. Das sitzt nämlich richtig gut drin, besonders auch mit dem Riemen, den zum Lösen, ist immer ganz toll. Der nächste Punkt wäre der Wechsel der Kühlflüssigkeit. Also wenn ihr so eine Pumpe wechselt, wechselt die Kühlflüssigkeit mit. Es gibt besondere Entlüftungsvorgänge. Heutzutage kann man das, also früher hat man das Wasser nur so reingeleert, oben in den Ausgleichsbehälter, man hat es durchlaufen lassen, bis es auch etwas warm war und dann war das gut. Später hat man das teilweise mit Hilfsmitteln, also mit Unterdruck oder bestimmten Verfahren entlüftet. Also es ging auch noch einigermaßen. Heute kannst du es gar nicht mehr machen. Heute muss die meisten Autos oder modernen Autos elektrisch entlüften. Und zwar hat es folgenden Grund: Ihr habt nicht nur mechanische Pumpen im Fahrzeug, sondern auch elektrische Pumpen. Ich blende euch da mal was ein. Ich habe da ein Bild gemacht von einer elektrischen Wasserpumpe. Ja, und die wird dann halt je nach System angesteuert oder nicht. Ihr habt die elektrischen Pumpen werden immer moderner und die werden immer mehr eingesetzt, weil ihr die halt komplett flexibel regeln könnt, wie das die Motorsteuerung braucht. Die Pumpen werden auch überwacht, die haben auch nochmal einen Anschluss für die Drehzahlerkennung und so weiter. Also wenn die auch ausfällt, dann würdet ihr auf jeden Fall eine Fehlerlampe bekommen. Also diesbezüglich braucht ihr euch keine Sorgen machen. Wo diese elektrischen Wasserpumpen verbaut werden, das ist der Wasserladeluftkühler zum Beispiel, kann aber auch mechanisch eine Pumpe sein. Oder Wasserkühlung Hybrid. Also ein Hybrid hat im Regelfall auch viele oder mehrere Elektro-Wasserpumpen. Und in der Elektromobilität, da wird auch aufgrund der Mechanik, weil sich da so oder so ja kein Motor dreht, wird auch überwiegend elektrische Wasserpumpe verwendet. Ich hoffe euch, das hat euch wieder mal gefallen, denn die Lehrstunde geht so langsam zu Ende und ich freue mich auf das Feedback oder Fragen, falls ihr noch irgendwas habt, wo ihr sagt, ja, das würde ich gern vielleicht mal ein bisschen näher erörtert haben, würde ich mich natürlich freuen. Und es geht bei mir mit dem Wochenende los und bis zum nächsten Mal.